Die Musik ist Atmung für Seele und Bewusstsein. Musik kann ein sehr machtvolles Mittel sein, um viele eingeschlafene Zellen zu erwecken, um sich zu veredeln, umzuwandeln und zu vervollkommnen. Das ist ein Text von Omram Ivanhoe, sehr zu empfehlen. Er hat unter anderem das Buch geschrieben Harmonie und Gesundheit oder Musik und Gesang. Das ist aus Musik und Gesang. Und auch in diesem Sinne spielen der Ewald und ich auf 432 Hertz, wo man schon festgestellt hat, dass das eben sehr angenehm für unsere Körperzellen ist und unser Körper, Geist, Seele, System in Einklang bringen kann. Viel Spaß, wir sind Jova. Das ist etwas, wo ihr unbedingt bitte mitmachen könnt. Das ist die sogenannte Herzkohärenzatmung. Das ist eine der effektivsten Meditationen, kann man es vielleicht nennen, sagen wir Entspannungstechniken, die uns ganz schnell in den sogenannten Theta-Zustand führt. Der Theta-Zustand ist ein entspannterer Zustand als der Alpha-Zustand und das funktioniert über die Herzatmung. Und ich lade dich, ich werde dich jetzt mit Du ansprechen, herzlich ein, das jetzt mitzumachen. Bitte mach's dir gemütlich, du kannst dabei gern stehen und den Boden unter den Füßen spüren oder setz dich einfach hin, so wie du gerade möchtest, wie es für dich gut ist. Bitte konzentriere dich jetzt einfach mal auf dein Einatmen, wie du die Luft einatmest, sie deinen Brustkorb füllt, wie es sich weitet und dann wie du einfach ganz entspannt wieder ausatmest. Mach jetzt einen Atemzug genauso in deinem Rhythmus, du atmest ein, fühlst, was die Luft in deinem Körper macht und atmest wieder aus. Als nächstes bitte ich dich, einzuatmen und dann deinen Atem anzuhalten, so wie es für dich angenehm ist, bevor du wieder ausatmest. Tu das bitte noch zweimal. Atme ein, halte die Luft an und atme wieder aus. Ganz in deinem Tempo. Deine Aufmerksamkeit auf dein Herz zu lenken. Spür mal, fühlst du deinen Herzschlag unter deinem Brustraum, unter deinem Brustkorb? Spürst du, wie es schlägt? Fühlst du es? Und wenn du dein Herz wahrnimmst, dann konzentriere dich jetzt mit deinem nächsten Einatmen, die ganze Liebeslichtenergie durch dein Herz einzuatmen. Atme ein, die ganze Liebeslicht, universelle Energie, die Kraft, fülle deine ganzen Zellen bis ins kleinste Kapillarchen, ins kleinste Härchen, erneuere deine Zellen, verjüngere sie, gib ihnen Kraft und beim nächsten Ausatmen durch dein Herz wieder ausatmen, nimm alles mit, was du heute nicht mehr brauchst, was geheilt sein darf, was dir ein bisschen weh tut, das legst du in dein Ausatmen durch dein Herz wieder ausatmen.
Lerntempo dann bei diesen drei Malen angekommen bist, konzentriere dich wieder auf deine ganz normale Bauchatmung und fühle jetzt, was hat sich verändert, wie spürt sich dein Körper, Geist, Seele, System an? Bist du vielleicht entspannter? Was hat es mit dir gemacht? Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen und sei ganz wieder hier bei uns.